So, Freunde, was geht? Recht herzlich willkommen zum Let's Play Disney Infinity Fluch der Karibik. So, wir sind hier beim Schiffsbruch. Ich kann es kaum erwarten, unserem Schiff ein neues Aussehen zu verpassen. Captain, wie wär's, wollen wir uns auf der Suche nach einem neuen Schiffsteil machen, in Form zu bringen? Jetzt nicht. Jetzt gehe ich erstmal. Das Teil des Fluchs ist in diesem Berg, Captain. Ich bewache unser Schiff, während ihr es holt. Das mache ich jetzt auch. Ich hole das Teil des Fluchs. So, da gehe ich jetzt hin und nichts anderes. Ich mache jetzt doch nicht mein Schiff neu, wenn ich hier die Teile suchen muss, bevor der böse Davy Jones sie uns wegschnappt vor der Nase. Oh nein, da kommt ja schon Davy Jones. Aber ist ja nicht schlimm, ihr wisst ja, Freunde, Davy Jones jagt Davy Jones. Zack. Zack. Wo ist es? Ich kann ohne das Teil des Flugs nicht gehen. Oh Gott, da schießt einer auf mich. Was ist mit dir, du Schildkröte? Oh, die Schildkröte rastet aus. Au. Komm mal. Ja, du eklige Kröte. So, das sind die Schiffsteile, die ich hier finden kann. Was ist denn jetzt mit dem... mit Mission? Ich muss da hoch. Das heißt, ich muss hier erstmal zurück und dann muss ich hier hoch. Genau. So, ich setze mich mal hier richtig hin jetzt. Oh Mann! Der weiß genau, wo ich hinlaufe. Reicht's mir aber mit dir? Nein! Zack. Das ist auch cool, der geht da einfach so hoch. Ganz locker flockig. Ach, da ist ja schon der Fluch. War einfach. Wo ist ich das gewusst, hätte ich ihn ja auch schon in der letzten Folge noch schnell holen können. Das Einzige, was ein Pirat fürchtet, ist die See. Wenn du Calypsos Zorn kaufst, kannst du ihren Zorn in eine Flasche packen und gegen nahegelegene Schiffe einsetzen. Calypsos Zorn. Hammer. Kommt so ein Sturm, ey. Hammer cool. So, was denn jetzt? Oh Gott. Ich muss hier weg. Schnell! Willst du mich doch nicht daran hindern? Zack. Bam. Schönes Ding. So, dann muss ich hier. Schnell hier runter. Ich muss, glaube ich, schnell zum Schiff. Da hinten ist noch ein Spielzeugpaket. Jetzt hört sich ja das Schiff gleich jetzt. Mein Gott. Weg ist er. Ich warte auf meine Entlohnung. Zurück zu meinem Schiff.
gleich. Neues Spielzeug, Fischer. Spielzeugpaket. Piratendekorations-Spielzeugpaket. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Ah, wieder eine Herausforderung. Sehr gut, 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 gut. Ja, eine Herausforderung? Genial! Herausforderung gestartet. Was denn jetzt? Oh, muss ich jetzt sammeln, ne? Oh Gott. Das ist das Ziel. Oh Mann, ey. Also da mache ich, muss ich sagen, andere Aufgaben lieber. Nämlich Autofahren zum Beispiel. Sieht gut aus. Genial. Ja, nee, nix genial. Ja, genau so wird das was. Suchen muss. Großartig. Ja, einer. Fast geschafft. Jetzt. Fantastisch. So. Das war gerade noch nicht da hier, diese Kapsel. Du, ne, hast Freunde? Es geschafft. Ich glaube nicht. Und tschüss, Schiff. Weg ist es wieder. Tja, warum auch nicht. Jetzt ist die Kapsel wieder weg. Sollen wir die Schwierigkeit Nein, erhöhen? Sollen wir nicht. Sollen wir die Schwierigkeit jetzt erhöhen? Zu meinem Schiff. Und suche das dritte Teil. Habt ihr schon von der Flammkanone gehört? Nö. Mit einem neuen Steuerrad. Ja, sicher. Wie viel Geld habe ich denn? 7000. Boah. Kalypsus-Zorn kostet ja schon 5000. Einen Fischer sollte man immer an Bord haben. Warum? Erstmal ein neues Steuerrad kaufen jetzt hier. Ist fällig und ich rate dir, mich nicht warten zu lassen. So, dann Spielzeug. Ich kauf mal hier den Zorn Kalypsos. Habe ich noch Geld über? Ja, sehr. Was ist das denn hier? Überrasche deine Gegner mit diesem Schwert, das Kalypsos Machtgetränkt ist. Achso, okay, habe ich noch nicht. Flammenwerferkanone. Ich hole mal den Fischer hier. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem soll, aber ich hole den. Wo ist der denn? Da ist er. Tja. Ich glaube, Geld aus dem Fenster geschmissen. So, übernimm das Ruder. Mit meinem neuen Ruder nämlich. Ich weiß gar nicht, wohin jetzt. Missionslogbuch. Auf zur Bucht des Todes. So, zur Bucht des Todes. Setz Kurs auf Fort St. Grant, Matrose. Ja, gut, machen wir das, ne? Schiff ahoi! Oh. Piratenkapitän! Und sie scheinen sich nicht an den Kodex zu halten. Dieses Schiff scheint ein leichtes Ziel zu sein, Captain. Aber ich will ja gar nicht zu denen. Außer die kommen zu mir. Dann kriegen sie, was sie brauchen, mit Kalypsos Zorn. Ja, der haut doch ab, der hat doch Angst. Ich muss sagen, mit dem neuen Ruder, da lenkt sich das hier auch ein bisschen besser jetzt. Ich glaube, ich gerate in einen Sturm.
Jetzt machen wir mal hier ein bisschen die Leute seekrank, ne? Ein Teil des Krakenfluchs schläft hier, auf dieser Insel. Finde es noch vor Divijo. Ich versuch's. Glücklicherweise bin ich David Jones. Und ich rate dir, mich nicht warten zu lassen. Nur ein Narr würde jetzt sein Spiel mit mir treiben. Schiff voraus! All die Kanone! Noch fertig! Wo ist denn mein Fluch? Schiff verladen! Sie sinken, Captain! Ab auf den Meeresgrund mit dir! Sie haben uns! Ach, da ist er doch. Ja, genau der Fluch, Freunde. Zack. Super. Hey, wir haben sie! Der Fluch ist so gut, ne? Fliegt sie wieder zusammen, Männer! Das ist die Royal Navy! Komm weiter, lass mich schießen, lass mich schießen! Da! Kostet mit meinem Fluch hier. Zack, zack. Royal Navy. Ja. Selbst Royal Navy kann mich nicht aufhalten. Hier ist doch der Fluch. Alle Luken dicht machen! So, und jetzt tarnen wir unser Schiff als eins Royal Navy. Dann können wir unbemerkt anlegen. Ja, ne, das ist eine sehr gute Idee. Da ist er, zack. 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 Nächstes Mal erwarte ich eine Herausforderung. So, leg an da. Was denn jetzt noch? Ach so, die Segel auch. Ha. Jetzt haben wir es. Oder? Gibt's da noch mehr? Ach so. Mann, auf was man hier alles achten muss. Aber jetzt haben wir. Mein Gott. Wir sollten auf der Hut sein, Captain. Ich glaube nicht, dass wir diese Insel lange für uns haben. Damit ihr euch das Teil beschaffen und flüchten könnt, okay, sollten wir vor Anker gehen. Ach, jetzt muss ich auch noch fahren wieder hier. Hui, hui, hui. Ist ja überhaupt nicht aufmerksam, wenn ich als David Jones die Royal Navy hier reinbringe. Ist überhaupt nicht auffällig. Die sehen ja auch alle aus hier wie Royals, ne? Hier gerade er. Oder ich. Oder dass hier die Royal Navy schön hier am Schießen ist.
Hallo. Du kannst damit beginnen, mir deine Dankbarkeit auszudrücken. Boah, die haben alle Fragezeichen auf der Birne. Wenn auf dieser Insel etwas Wichtiges passiert, dann am Fort. Du sollst selbst dort nachsehen. Aha. Kriege neue schicke Hüte. Ja, sehr. Sollen wir dem mal hier so ein Kopfgeldjäger-Gesicht malen? Ja, sehr. Hahaha. Super. So. Hoch, hoch, hoch. Was ist das denn? Das ist doch bestimmt Davy Jones, ne? Boah. Die bombardieren das Königreich. Ja, sicher ist das Davy Jones. Da sind doch seine Gehilfen da. Nein, natürlich nicht, mein Freund. Pass mal auf, wenn ich mit Davy Jones dir schön in den fischigen Hintern trete. Möwen. Boah, hier fliegen überall die Kanonen, ne? Ein bisschen aufpassen, dass ich hier auch nicht getroffen werde. Jetzt freu dich doch nicht so, wir müssen weitermachen, Mann. Oh Gott. Boah. Oh Gott, hier unten ist schon einer. Und da auch hinter mir zwei Stück. Drei. Oh Gott, das ist so unfair. Oder so. Warte mal, ich hole mir jetzt gleich das verseuchte Schwert von. Jetzt hole ich mir das Schwert hier. Jetzt habe ich die Faxen aber dicke, Freunde. Jetzt habe ich die Faxen aber richtig dicke hier. Von Calypso. Ich dachte, ich hätte das sofort, Mist. Mach auf hier, wir müssen da hin. Da nicht irgendwie runterwerfen. Warum trifft er mich denn aber? Ah, der ist so. Oh Gott, die Kanone. Bam.
bekommt den Preis niemals vor Jones. Freu dich doch nicht, Mann. Du hast an mir gezweifelt. Wo ist es? Ich kann ohne das Teil des Fluchs nicht gehen. Weiter, weiter, weiter. Oder ganz hinten. Da ist er doch. Schnell. Ich hab wieder so ein dummes Gefühl, dass Nee, ich hab's. Ja, sehr gut. Boah. Jetzt hab ich ja wieder kurz an dich gedacht, jetzt holt sich das der Davy Jones. Hat er ja auch. Ah. So, Freunde. Damit haben wir wieder schöne zwei Krakenfluchteile gefunden gehabt. Und damit sind wir auch am Ende. 22 Minuten. Ihr wollt längere Gameplays. Die bekommt ihr dann auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören. Alles andere auch. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.